Ein Come-Together mit Persönlichkeiten aus Sport, Politik und Freunden des Wintersports war die Infoshow allemal. Ein Come-Together aller Skigebiete der Region des Mürztals und darüber hinaus war es ebenso. Ein Novum, das allseits guten Anklang fand. Ich bin auch sehr stolz darauf, dass uns das heuer gelungen ist. Wir haben einfach gedacht, dass wir, wenn wir kompakt auftreten, allesamt zeigen, was wir können, was unsere Leistungen sind für den kommenden Winter, dann findet das besseren Anklang, glaube ich, bei der Bevölkerung, bei den Skifahrern, bei den Skifahrerinnen, als wenn man das alleine macht. Ob kleines, familiäres Skigebiet, ob Geheimtipp oder Leitbetrieb, alle fanden sie Platz in den Räumlichkeiten des Wintersportmuseums mit Zuschlag. Ja, wir sind schon sehr, sehr weit gekommen. Bei uns finden Sie diese 6er-Sesselbahnen, Komfort-6er-Sesselbahnen, 4er-Sesselbahnen, jeweils 2 Stück, 5 Schlepplifte, 24 Kilometer Skiabfahrten und sehr, sehr viele Restaurants, nachdem das Essen ja auch sehr wichtig geworden ist. Das heißt, Skifahren und Essen, das gehört eigentlich zusammen. Und wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir in unserem Skigebiet über 2000 Sitzplätze anbieten können unseren Gästen. Bei Wintersportlern, die es etwas familiärer lieben, hat sich in den letzten Jahren die sogenannte Romantik-Card großer Beliebtheit erfreut. Die Romantik-Skiregion umfasst 7 Skigebiete in der Region Mürztal. Wir schauen vor allem darauf, dass unsere Skigebiete und die gesamte Romantik-Skiregion für die Familien leistbar sind. Es gibt heuer erstmalig auch einen Familientarif, das heißt für Familien ab 2 Personen. Das können alleinerziehende Mütter sein mit einem Kind, im gemeinsamen Haushalt lebend, gibt es wirklich attraktive Preise. Für all jene, die ihren Skiurlaub in der Region rund um Stoleck, Aflenzer Bürgeralm, Alpel, Niederalpel, Lammalm, Brunnalm, Mariazellerland verbringen, gibt es dementsprechende Unterkünfte. Gerade bei jungen Familien sehr beliebt sind die JUFA, die Jugend- und Familiengästehäuser. Mit dem Haus in der Veitsch erweitert sich das Angebot der familienfreundlichen Erlebniswelt weit über das skifahrerische Angebot hinaus. Wir haben sehr viele Standorte bei den JUFA-Gästehäusern, die eine schöne Wintersaison bieten. Und unter anderem Destinationen wie Schladming, Kaprun mit großen Skigebieten. Und wie wir eingangs auch gehört haben, ist es aber auch toll, dass man kleine, feine Skigebiete hat. Und da sind wir gerade mit der Veitsch seit Jahren sehr gut aufgestellt und haben sehr viele Stammgäste schon, die uns dort über die Wintersaison besuchen. Ein weiterer Trend, der sich gut abzeichnet, sind Extremsportarten. Als extreme Herausforderung kann man auch das Erlebte von Sabrina Grilic bezeichnen. Sie war eine der Teilnehmer am Wettlauf zum Südpol und Stargast am Eröffnungsabend von Neuschnee 2011. Wie kommt man als Frau dazu, sich auf so eine Expedition einzulassen? Naja, Neugier. Im Ersten ist es einfach, schaffe ich es nicht. Und einfach die Spannung. Das Ganze zu sehen, wie die anderen darauf reagieren und einfach das Teamgefüge. Ich mag einfach gerne mit anderen Leuten zusammenarbeiten und einfach das Ganze durchzustehen auf gut Deutsch. Sie haben auf engstem Raum mit 3 Männern zusammengelebt. Sie sind zwar Soldatin, aber ist das nicht trotzdem eine ungewöhnliche Situation? Nein, eben nicht für mich überhaupt nicht. Eben weil ich Soldatin bin, ist das nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist eher, wenn es dann Tom Walleck oder einen Hermann Mayer neben der Linie hast oder einen Alex, was du einfach nicht kennst, dann einfach denen hast du im Endeffekt nichts zu sagen. Meine Grundbedingungen habe ich immer was zu sagen. Ja, das ist dann ein bisschen was Eigeneres, aber hat auch funktioniert. Würden Sie es nochmal machen? Unmittelbar hinterher hätte ich gesagt, nein, jetzt mittlerweile sicher. Auf jeden Fall, warum nicht? Vielleicht werden auch die Veranstalter von Neuschnee 2011 ihre Infoshow im nächsten Jahr wieder machen. Mit den neuesten Trends 2012-2013. Die Besucher würde es freuen. Ich bin zum ersten Mal hier und ich bedanke mich für die Einladung und möchte dem Herrn Wernbacher für die gelungene Eröffnung alles Gute wünschen. Aber eine erfolgreiche Eröffnung und auch für alle Betreiber der Liftanlagen, die da veranstalten und ausgestellt haben, eine schöne, erfolgreiche, unfallfreie und vor allem gesunde Saison wünschen. Und ich möchte mich auch noch ganz herzlich bedanken für den Skibad und die Jause auf der Veitschalm. Dankeschön. Ein allseits gelungenes Come Together zum Winter Opening 2011.